alguien responsable del grupo Brujería todavía no hemos podido. Servus und hallo bei Not Another Dog Show. Heute erzähle ich euch mal über die krasseste Story, die mir mal passiert ist im Thema Cannabis. Das war ein Pferd, sein Geburtstag, ich weiß nicht mehr welcher, ich glaube 19. oder 20. Da waren wir in München bei einem mexikanischen Restaurant und wir haben uns zufällig auf dem Klo drauf, wir waren mit der ganzen Runde da und ich bin aufs Klo und dann habe ich da heimlich eine Pfeife geraucht oder ich habe einen Joint bauen wollen, sowas. Ich wollte einen Joint bauen, dann kommt der Ferdi dazu und dann haben wir halt beide Dinge zusammen eingebaut mit Gras und schwarzen Afghanen drin und dann haben wir ich weiß nicht wieso, wir sind mit dem brennenden Joint aus dem Klo raus und mitten im Restaurant auf unserem Sitzplatz und haben den da fertig geraucht. Keiner hat was gesagt. Niemand hat uns komisch angeschaut. Das war eine Zeit, da durfte man im Restaurant normale Zigaretten rauchen noch. Zigarettenrauchen war damals erlaubt. Und die haben so krassen Abzug anscheinend gehabt, dass das entweder abgezogen ist, oder die Leute haben sich nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil wir waren ja ziemlich laut an dem Tisch. Wir haben viel Geld da gelassen, wir haben gut gespeist und getrunken, gesoffen, Tequila. Wir waren schon ein lustiges Volk, aber wir waren nicht aggressiv. Und ich denke mal, deswegen haben sie das halt einfach übersehen oder toleriert, dass wir da drin sitzen und einen Joint rauchen, einen dicken Fetten noch dazu. Krass, oder? Ja. Alter, das war halt noch 87, 88 sowas. Peace out. Viva México, cabrón!